Dann schauen wir doch mal, ob da jetzt wirklich ein Kampf kommt. Und ja, wir haben drei Kultisten und einen Priester. Wo läuft Tirik denn mal hin? An den Priester kommt er wohl nicht so richtig ran. Das kann Gerogon machen. Er schnappt sich den Kultisten hier vorne. Abwarten. Du bewegst dich mehr in die ungefähre Richtung. Aber ich denke mal, der Priester wird ähnlich wie die anderen Priester nur versuchen, uns zu blenden. Und das ist ja nicht so schlimm. So, du haust dem in die Seite. Nächste Runde. Und das Blenden hat nicht mehr geklappt. Ja, das ist doch schon in Ordnung so. Du hilfst Tirik. Und du stupst den da. Zack. Da verschwenden wir jetzt keine Astralenergie. Du da, du da. Und ich hätte mir sagen lassen, das Gift hält wohl über mehrere Runden. Das überprüfen wir doch gleich mal. Du gehst mal dahin und piekst den auch. Wow. Ja, also ich dachte echt, das zählt nur für einmal. Aber so ist das ganz schön übertrieben. Muss jetzt überlegen. Ich glaube, ich höre auf, das zu benutzen. Und der Priester hat das schon wieder gemacht. Er ist weggelaufen und hat von ganz hinten Gerogon geschlagen. Komisch, komisch. Na gut, also, Gwendolyn, du darfst jetzt diesen Kampf noch dich austoben mit deinem Gift. Danach wird das abgeschrieben. So, weil bisher waren die Kämpfe immer so kurz im Weg gestellt. Waren die Kämpfe immer so kurz gewesen, dass sie nur einmal zuhauen konnte. Und dann wäre es noch vertretbar gewesen. Wenn man für einmal zuhauen ein Gift benutzt hätte, wäre das recht schnell recht teuer geworden. Aber so für einen ganzen Kampf? Nee, nee, nee. Also Arax-Gift haben wir genug. Nehmen wir jetzt keins mehr mit. Vulkanglas-Dolch, Dolch, nö. 12 Abenteuerpunkte. Das soll reichen. Jetzt müsste das Gift weg sein. Richtig? Ah, dies ist ein Florett vergiftet. Oh, das hat eine begrenzte Anzahl an Anwendungen und es waren keine 5 Runden, sondern 5 Schläge. Ich kann mich nicht mehr so ganz an den Kommentar erinnern. Aber das werden wir ja im Laufe der Zeit sehen. So, was haben wir hier in der Kiste? Ganz viele Roben. Wir haben jetzt schon alle Gullmond gegessen. Und es ist trotzdem keiner auf 7 Bewegungspunkten. Also lassen wir die Roben da erstmal drin. Die können wir ja später immer noch plündern. So, noch eine verschlossene Tür. Klick. Noch eine Truhe und noch ein Kampf. So, Tirik, Randa. Du gehst mal ein wenig außenrum. Und du probierst, wie viel Ladung deine Florette noch hat. Du machst 2 Schritte nach da. Schießt an Gerogon vorbei. So, du kannst von da aus schießen. Schön, schön. Und Talana sollte vom Eingang weggehen. Hinterher. Du kannst abwarten. Und wir machen einfach mal Computerkampf an ohne Magie. Die müssten jetzt so positioniert sein, dass der Kampf ja, einigermaßen flüssig läuft. Die Elfen werden gleich wieder Tänzlein spielen. Also eine Ladung hatte das Florett auf jeden Fall noch. Gucken wir mal, ob wir noch eine zweite sehen. Nee, also zweimal neues Arax-Gift, das lassen wir liegen. Und 6 Abenteuerpunkte. Was bist denn du für eine Truhe? Wir haben Seile, Hämmer, Schaufel, Brecheisen, Kletterhaken und einen Heiltrank. Ah. Das deutet an, dass man irgendwas von dem Werkzeug hier drin noch gebrauchen könnte. Das merken wir uns mal. Also hier oben in der Truhe ist lauter Werkzeug. Falls wir irgendwas was demontieren oder uns abseilen müssen, können wir hierher zurückgehen. Oh, noch eine Truhe. Was haben wir hier? Weinflaschen und Proviantpakete. Und sie hat schon wieder automatisch Proviantpakete mitgenommen. Das sollst du doch nicht. Gegenstand wegwerfen. 48. So, hat sich noch irgendjemand da bedient? Du hast 9 Proviantpakete. Warum hast du 9 Proviantpakete?
Die können wir doch gleich mal so verteilen. Kein Wunder, dass die alle... Er hat auch 7. Kein Wunder, dass die alle so überladen sind. Wenn manche gar keine tragen und dafür andere gleich 6, 7, 49 Stück. So, wegwerfen. 4 Stück. Wegwerfen. 5 Stück. So. Das ist echt nervig zwischendurch. Noch irgendwas hier in den Nischen? Nein. Nächste verschlossene Tür. Ah, wahrscheinlich kommen wir jetzt da zu dem Gang. Und es gibt doch keinen großen Kampf hier. Oh, ein Priester. Ja. Du läufst dahinter. Du läufst davor und schießt. Und du versuchst an die Seite zu kommen. Abwarten. Abwarten. Dirk, geht mal so ein wenig näher. Mürrum ist geblendet, die Seite ist also frei und gucken wir mal, ob da noch immer Gift drauf ist. Und ja, da war wohl immer noch Gift drauf. Das ist echt ganz schön übertrieben. Immer noch vergiftet? Ja. Okay. Also im zweiten Teil soll es wesentlich abgeschwächt werden, das Gift. Dann können wir das vielleicht gebrauchen. Aber bis dahin sollten wir echt die Finger davon lassen. Das macht ja schon keinen Spaß mehr. So, eine Nische. Mit einer Spinne. Trick, mach die Spinne platt. Du stehst dich mal dahin, wartest ab. Du wartest einfach so ab. Du kannst dahinter laufen. Du haust einfach drauf, das machst du ja eh gerne. Du versuchst schnell genug anzukommen. So, dahinter. Nee, stehst du noch nicht dahinter. Jetzt stehst du dahinter. Abwarten. 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 Du nicht abwarten. Du gehst ran und vergiftest die Spinne. Ja. Oh, noch ein Kristall. Okay. Sind wir jetzt schon bei 3, glaube ich. Jupp. Leere Flasche kann mal weg. Die leere Flasche kann auch weg. So, also wir haben hier ein Kristall gefunden und da ein Kristall gefunden. Jeweils bei einer einzelnen Spinne. Na gut. Ist echt ein kurioser Dungeon. Noch eine Spinne. Wahrscheinlich noch ein Kristall, hm? Du geh mal da so hin. Warten. Trick ist blockiert. Du, angreifen. Und Gwendolyn. Ja, wird sie diese Runde nicht schaffen? Nächste Runde auch nicht. Aber das klappt auch so. Abwarten. 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 Oder kommst du jetzt doch ran? Ah ja, schön. Und nicht getroffen. Das ist auch ungewöhnlich, denn scheinbar hat sie mit dem Gift auch wesentlich häufiger getroffen. Was für mich nun absolut keinen Sinn macht, aber ja. So, und noch ein Kristall. Und sie muss unbedingt Wirselkräuter essen. Der kann auch nochmal zu Talana. Jetzt haben wir ein Kristall gegen einen Kristall getauscht. So. Das Wirselkraut kannst du auch noch essen. Fehlt nur noch 1. So. Alle wieder einigermaßen fit. Wir haben 4 Kristalle. Also in den 3 Nischen war 1 und der 4. war wo? Weiß ich gar nicht. Aber der Bereich da bietet sich doch wieder an für einen Geheimraum. Jupp. Um euch herum ein Teleporter. Okay, also da ist ein Teleporter. Hier war irgendwo eine Fallgrube nach unten. Also müssen wir wieder oben rum.
Ich weiß auch nicht, ob das mit dem Rätsel hier wirklich so geklappt hat, weil wir wurden ja wegteleportiert, aber zu keinem wirklich sinnvollen Ort. Und wir haben, glaube ich, auch Schaden genommen beim Teleportieren. Also vielleicht war der Kristall doch nicht die richtige Antwort. So, also hier war irgendwo Geheimwand. Da war ein Teleporter. Richtig, da war ein Teleporter. Hier nicht. Und da ist wieder so eine komische Truhe, wo auf der einen Seite ein Teleporter ist und auf der anderen Seite hat man Zugang. Ich denke mal, das Ding wird uns wieder vergiften wollen. Aber haben wir nicht wirklich eine große Auswahl. Wir versuchen jetzt die Truhe zu öffnen und dann mit Talana wieder zu heilen. Oh. Oder sie schnappt einfach auf und nichts passiert. Okay. Ein Speer, der könnte magisch sein. Und ein Zaubertrank. Oder wir haben diese komischen Falltruhen, dadurch entriegelt, dass wir Kristall eingegeben haben, oben im Rätsel. Also wir sollten vielleicht mal wieder nach unten hüpfen und da gucken, ob sich da irgendwas getan hat. Da hatten wir die Truhe, die man öffnen konnte mit dem Knatschgeräusch, wo aber nichts passiert ist. So, jetzt gucken wir erstmal kurz, ob der Speer magisch ist. Talana, nicht Heilung. Zaubersprechen, Talana, Hellsicht, Odem Arcanum, auf... Ah, da war der Speer. Speer. Der Speer ist magisch behandelt worden. Oh, das ist schön. Also nicht für diesen Teil von DSA, weil da ja die Speere komischerweise geworfen werden. Aber im zweiten Teil kann das dann Mürm in die Hand bekommen. Das macht für eine Waldelfe recht Sinn in meinen Augen. Also, wo können wir jetzt noch hin? Wir müssen immer noch rausfinden, wo wir die vier Kristalle deponieren. Ich laufe mal zurück in die Rätselnische. So, hier rum, hier rum, hier rum. So, jetzt gebe ich nochmal Kristall ein. Vielleicht klappt das ja jetzt, wo wir vier Kristalle haben. Nichts passiert. Was ist undurchdringlich wie eine eherne Wand und doch durchsichtig wie ein Glas? In den Kommentaren stand, ich soll doch dran denken, wo ich denn bin. Ich bin in einer Spinnenhöhle. Ein Spinnennetz ist durchsichtig, weil es kaum Materie hat. Aber es ist nicht undurchdringlich. Naja, es kommt drauf an, was für eine Spinne es ist. Also irgendeine Monsterspinne mit einem Monsternetz, da ist es vielleicht nicht durchdringlich für uns. Okay, probiere ich einfach mal. Netz. Spinnennetz. Ah, okay. Wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir eine Etage tiefer bei der Truhe, die so komisch funktioniert hat. Oder? Was machst du? Genau, du machst das Knatschgeräusch, aber es passiert nichts. Ist doch doof. Na gut, wir haben immer noch nicht die vier Kristalle deponiert. Wir hatten noch einen Altar hier hinten irgendwo. Den probieren wir jetzt mal. Wie kamen wir hier raus? Da kriege ich keine Fehlermeldung, dass ich nicht durchgehen kann. Ich probiere mal rückwärts. Ah ja, schon wieder so eine komische Rückwärtswand. Die hatten wir ja schon mal in einem anderen Dungeon. Finde ich sehr irritierend, dass man da nicht vorwärts durchgehen kann. Aber na gut, rechts rum. Und hier waren auch überall Speerfallen und Säurefallen und Fallfallen. Aber bisher sind wir keine reingetapselt. Gut. So, hier links an der Wand. Ah, jetzt haben wir die Option Kristalle auf den Altar legen. Ob das jetzt so eine gute Idee ist, sei dahingestellt. Vielleicht beschwören wir damit jetzt ja irgendeinen Dämon. Aber gut, wenn wir ihn umbringen, dann ist es ja wieder eine gute Tat. Schauen wir einfach mal. Ein tiefes Brummen erfüllt die Luft und eine geisterhafte Form schält sich aus der Luft. Ein riesiger Spinnendämon greift euch an. Aha. Das ist also ein riesiger Spinnendämon. Na gut, wir sollten uns nicht von der Größe hier auf dem Schlachtfeld irritieren lassen. Du, geh mal dahinter. Du guckst mal, wie viel der riesige Spinnendämon aushält. Und du schmeißt mal einen Fulminictus rauf.
11 Trefferpunkte. Ja, okay. Für einen Dämon wahrscheinlich nicht allzu viel. Und du stellst dich mal vor Jallen und bist gleich wieder dran. Okay. Dann schießt doch diese Runde und nächste Runde kannst du zaubern. So, du hältst dich schon mal da in Bereitschaft. Abwarten. Gucken, ob das Gift noch drauf ist. So, du stellst dich mal hier hin. Du prügelst weiter drauf ein. Und anscheinend greift der Spinnendämon nur ganz normal an, wie auch eine andere Spinne. Und trifft nicht mal. Dafür sah es aus, als wenn er zweimal miteinander angreifen könnte. Trotzdem nicht sehr imposant bisher. Außer in der Anzahl an Schadenspunkte, die er einstecken konnte. Okay. 30 Abenteuerpunkte. Die Kristalle sind weg. Also wir haben anscheinend echt nur eine Spinne gerufen. Eine große Spinne anscheinend, aber wir haben nichts Besonderes bekommen. Und die Kristalle sind alle weg. Okay. Laufen wir jetzt wieder zurück zu der komischen Truhe. Vielleicht können wir die jetzt hier öffnen. Wenn nicht, dann war das Ganze wohl für die Katz. Da geht's nicht rein, da geht's nicht rein, da geht's rein. Und wo war der Teleporter? Ich glaube, der war da unten. Ja. Nö. Knatschgeräusch und das war's. Also, wir haben jetzt noch nicht gemacht. Wir haben den Altar noch nicht zerschlagen, das können wir auch noch machen. Was auch ziemlich Sinn macht in meinen Augen. Ich bin damit auch gerade ein wenig frustriert. Und wir können auch die Eier abfackeln. Sonst haben wir anscheinend nichts mehr zu tun. Oh, wegteleportiert. Ja, wer ist der Herr über alle Spinnen? Wo ist mein Zettel? Da. Mack. Tanz. Den haben wir wohl gerade umgebracht. Den mächtigen 20 cm Spinnendämon. Oh, und nochmal kurz gucken, was da in der Mitte ist. Also irgendwo war hier eine Fallgrube. Ja, genau. Und jetzt sind wir in dem Gelege. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das schon alles war. Also schön und gut, wir haben einen Spinnendämon gerufen. Das gab auch 30 Erfahrungspunkte, was auch nicht sonderlich viel ist, wenn man das auf alle 6 aufteilt. Also 5 Erfahrungspunkte pro Person ist irgendwie albern für einen Dämon. Aber gut. Also wir haben diesen Dämon beschworen mit den 4 Kristallen. Wir haben das Rätsel gelöst, das uns eigentlich nur an eine Stelle teleportiert hat, wo wir auch so hätten hinkommen können, was auch albern ist. Das heißt, wir haben wahrscheinlich irgendwas mit der Kiste falsch gemacht. Und da ist irgendwas drin, was man nur hätte bekommen können, wenn man das Ganze in der richtigen Reihenfolge gemacht hat. Na gut, wir untersuchen erstmal weiter die Höhle. Zerschlagen die Statue da unten noch aus Frust und brennen dann die Eier ab. Zack. Ihr zerschlagt die Kultstätte der Spinnendiener. Okay, können wir jetzt vielleicht zur Truhe hin? Ich will wissen, was in der Truhe drin ist, verdammt normal. In der Richtung geht es nicht weiter. Hier geht es weiter. Nö, doofe Truhe, sondern. Dann müssen wir wieder rückwärts raus. Also. Ein Säuregrab. Uns gehen langsam die Wirselkräuter aus. Aber gut, anscheinend sind wir jetzt mit der Spinnenhöhle hier fertig. Auch wenn es nicht ganz so gelaufen ist, wie ich es gerne hätte. Das kann man aber nicht ändern. So. Jetzt verbrennen wir noch die Eier. Machen uns dann auf nach Bremen oder Torwal, um neue Kräuter und Tränke zu kaufen. Und dann schauen wir in der Herberge vorbei. Das haben wir zerschlagen. Und wir verbrennen jetzt das Gelege. Die Spinnenbrut löst sich unter Prasseln und Zischen im schwarzen Rauch auf, der euch in den Lungen brennt. Jetzt wird es Zeit, die Höhle zu verlassen. Gwen hat so einmal eine neue Stufe erreicht. Oh, schöne Sache. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Also, bis gleich.